So, erste Partie heute, diesmal mit etwas anderer Einstellung des Bildschirms. Mal schauen, ob das vernünftig funktioniert. Gegner ist IM Pimp Master 3000. Hat aber nicht 3000, aber da 2430 immerhin. So, geschlossene Variante im Katalanisch haben wir. So, er hat auf E4 genommen. Das ist normalerweise eine recht bequeme Variante für Weiß. Weiß hat halt hier guten Raumvorteil. Und Schwarz fällt es nicht so einfach, problemlos hier die Stellung zu befreien. Ja, C5 geht ja jetzt nicht, weil der Turm auf der D-Linie steht. Und Schwarz muss eigentlich unbedingt irgendwann hier zu C5 kommen, weil ansonsten der B7-Läufer zum Problemfall wird. Würde jetzt Dame C7 erwarten, vielleicht noch Dame C8. Damit C7 spiele ich Läufer F4. So, jetzt muss man mal schauen, was man gegen C5 macht. Sehr häufig ist dagegen gut, wenn man D5 spielen kann, was taktisch häufiger funktioniert. Eine Möglichkeit wäre auch einfach Springer E5 in der Stellung, um dann D5 zu spielen. Ich könnte aber auch C5 ganz mechanisch verhindern mit C4, C5. Ja, das ist die einfachste Lösung. Sieht immer ein bisschen verpflichtend aus, wenn man das Feld hier abgibt. Ist aber eigentlich so gut wie nie wirklich ein Problem. So, es soll drunter nehmen, nehmen und C5 nehmen. Muss also, sollte wahrscheinlich also den Läufer ziehen. Bin noch nicht ganz sicher, was das beste Feld ist. Ich gehe mal ganz ruhig nach D2. Bereitet auch B4 vor, also überdeckt den Bauern nochmal, weil der sicherlich hier nochmal eine Stütze braucht. Also ideal wäre für Weiß jetzt, wenn man sowas hinbekomme, wie, bekäme wie B4, A3. Gut, jetzt will er vielleicht nach E2 gehen. Ich frage mich nur, ob Springer E5 hier nicht ein direkter Weg ist. Springer E5, der hängt. Und glaube, dann muss er wahrscheinlich Springer D5 machen. Und dann könnte ich B4 spielen. Wobei Springer D5 auch einfach das Schlagen auf B6 in Betracht kommt. C6 hängt ja schließlich. Tja, was spricht dagegen? Sehe ich im Moment nicht. So, jetzt mit dem Springer nehmen. Hat das irgendeinen Haken? Gut, ich könnte mich in eine Selbstfesselung vielleicht stellen hier. Dame gegen Dame.
Aber E7 hängt ja auch noch mit Schach und er möchte ja bestimmt nicht so einen Zug wie König H8 spielen. Also im Moment sehe ich nicht, was das Problem sein soll. Direkt weiteren Materialgewinn mit Läufer D5 oder Springer E7. So, möchte also hier mit dem Turm nehmen. Ich könnte hier schlagen. Also direkt weiteres Material kann man, glaube ich, nicht gewinnen. Frage ist, ob man den nehmen möchte. Gut, es sind zwei Läufer. Er hat natürlich dann eine recht gute Blockade auf D5. Allerdings, wenn er zu Läufer F6 kommt, dann verhungert mir das hier vielleicht mal. Ich nehme den mal lieber weg. So. Ist jetzt die Frage. Tauschen möchte man eigentlich nicht so gerne. Ach, jetzt habe ich Läufer C4 nicht auf der Rechnung gehabt. Dame C2 könnte er dann Turm C7 spielen. Okay. Tja, das war nicht gerade beabsichtigt. Okay, ja, sofort nehmen war vielleicht auch nicht so toll. So, jetzt hat er die Idee, Läufer E2. Ich könnte jetzt Läufer F1 spielen. Dann behalte ich den Bauern, aber er bekommt den ewigen Springer auf D5. Eigentlich nicht so erfreulich. Allerdings, wenn ich den mache, ich weiß nicht, ob er hier wirklich nehmen kann. Also das sieht wirklich wie eine blöde Selbstfesselung aus. Vielleicht geht's, aber. Also wenn ich jetzt hier noch so. Kann ich B3 spielen? Jo. So. Die Tempi nehme ich jetzt mal mit hier. Jetzt Läufer F1. Gut, jetzt muss man nur aufpassen, dass man hier nicht irgendwie matt wird oder so. Aber eigentlich sieht die Stellung jetzt aus, als ob Weiß da eine ganz gute Kontrolle hat. So. So, ich habe versucht, ein bisschen zu vereinfachen. Ich muss auch natürlich ein bisschen Zeit aufholen hier. Ja, er spielt leider unangenehm schnell. Tja, die Stellung ist jetzt relativ einfach. Allerdings habe ich nichts mehr auf der Uhr. Ja, eigentlich eine totale Einbahnstraßenpartie, aber der Zeitnachteil hat sich gerecht. Er hat eigentlich nur einfach
sich schlecht hingestellt, dann den C6 weggestellt. Und danach hat Weiß einfach einen Bauern mehr für fast gar nichts. Gut, Problem war die geringe Zeit. Hier hatte ich nur 20 Sekunden weniger. Aber das Problem ist, dass ich die habe ich auch nicht mehr aufgeholt, leider, da er selber sehr schnell war auch. Und man kommt nicht so ganz leicht voran durch die Blockade hier auf D5. Ja, schade.